Hallo, ich bin zurück im WLAN-Land. Ich hoffe, dass es funktioniert, denn ich möchte natürlich die Intentionsimpulse wenigstens noch ein Stückchen fortsetzen. Und deswegen kommt hier jetzt der sehr verspätete, aber dennoch von Herzen stammende Impuls Nummer 4. Bisher hatten wir, und du kannst gerne bei IGTV gucken, um zu sehen, Impuls 1, 2 und 3, bisher haben wir sozusagen herausgefunden, was es eigentlich ist, was du möchtest. Also weg von dem das will ich nicht mehr hin zu dem, was möchte ich eigentlich. Und der nächste Impuls, den ich dir mitgeben möchte, wenn du diese Liste anschaust, und wie gesagt, wenn du jetzt nicht weißt, worum es geht, dann lade ich dich ein, einfach bei IGTV reinzuschauen. Dort findest du auf jeden Fall die Aufzeichnung für diese drei bisherigen Intentionsimpulse. Und das Entscheidende ist jetzt, dir die Dinge, die dort sind, mal anzuschauen und mal wirklich reinzuspüren, kommen die aus dem Kopf oder kommen die aus dem Herzen? Denn was ich festgestellt habe über all die Jahre ist, dass wenn ich Dinge manifestieren möchte, guten Morgen ihr Lieben, wenn ich Dinge manifestieren möchte, die sozusagen aus dem Kopf kommen, dann gehe ich da in so einen anderen Space rein, dann habe ich da so einen anderen Drive hinter und dann ist da auch so eine andere Energie hinter. Ganz oft ist es keine Energie und es ist ganz interessant, die aus Liebe kommt, sondern ich habe das für mich festgestellt und auch bei den Frauen, mit denen ich arbeite, das ist eine Energie, die eher aus Angst kommt oder aus dem ich glaube, ich muss das haben. Danke euch für all die Herzen. Also wirklich da nochmal reinzuspüren, was hast du da stehen und das, was du dir wünschst für das neue Jahr sozusagen, kommt das aus dem Kopf oder kommt das aus dem Herzen? Ist es etwas, was du tust, weil du denkst, das muss man tun? Ist es etwas, was du tust, weil alle anderen in der Zeitschrift, die du gesehen hast, das macht, weil alle anderen das tun, weil man das als so und so so hat? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte das mal. Ich hatte den Freund, ich hatte den erfolgreichen Freund. Ich war selber sehr erfolgreich in dem tollen Job. Ich hatte die tolle Wohnung, eine klassische Hamburger Altbauwohnung mit Durchbruch und Stuck und allem drum und dran. Ich hatte alles das, was man sozusagen auf der Kopf-Abhakliste abhaken muss. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, war nicht so der Burner, um ganz ehrlich zu sein. Und das ist genau das, wozu ich dich jetzt einladen möchte, dir die Liste deiner Wünsche einfach nochmal anzugucken oder der Dinge, die du für nächstes Jahr ins Leben bringen möchtest und da reinzugehen und zu sagen, hey, kommt es aus dem Kopf oder kommt es aus dem Herz? Und das ist auch der Unterschied zwischen Erfolg und Erfüllung. Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Und zwar zu merken, dass Erfolg das ist, was wir im Außen sehen. Und wir sind in unserer Gesellschaft so sehr auf das Außen gepolt, dass wir ganz oft die Tendenz haben, das, was wir ins Leben bringen wollen, über das Außen zu definieren, über das Sichtbare. Während das, was wirklich wichtig ist, wirklich, 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 wirklich wichtig ist, die Erfüllung ist. Und ich kann dir versprechen, wenn du über diese Ebene gehst, dann kommt der Erfolg automatisch. Für mich hat sich mein Leben damals komplett gedreht. Es war echt eine Herausforderung, da reinzugehen. Daraus ist übrigens auch Set Your Intentions entstanden, weil ich mich wirklich hingesetzt habe und reingespürt habe und geguckt habe, okay, was ist es eigentlich, was ich twisten möchte, was ich verändern möchte, um wirklich auch innerlich diese komplette Erfüllung zu haben. Und habe dann für mich ein System entwickelt, was ich dann mehrere Jahre hintereinander für mich gemacht habe. Und jetzt auch mit euch allen teile, was jetzt Set Your Intention heißt, wo ich wirklich die Rauhnächte genommen habe, ab der Wintersonnenwende in die Einkehr gegangen bin und wirklich durch verschiedene Tools mich durchgearbeitet habe. Und ich kann nur sagen, seitdem ist jedes Jahr wirklich noch fantastischer geworden, als ich es mir vorgestellt habe, weil ich wirklich nicht mehr nur über den Kopf gehe, über das, was ich vermeintlich erreichen sollte, über das, was mich vermeintlich erfolgreich macht, sondern wirklich reinspüre und herausfinde, was gibt mir Erfüllung. Und vor allem auch, und da kommen wir morgen noch mal ein bisschen mehr zum nächsten Intentionsimpuls, und vor allem auch wirklich gucke, was schleppe ich noch an Gepäck mit? Und da kann ich dir sagen, das ist kein Ding, was man nur einmal macht, das kann man immer wieder machen, denn es kommt immer wieder noch mal was hoch, ob das alte Glaubenssätze sind, ob das alte emotionale Themen sind, ob das Familienthemen sind. Dazu dann morgen mehr.